So, hallo und ein herzliches Willkommen heute zum Live-Trading TV zur US-Markteröffnung im JFD Livestream. Einen kurzen Augenblick, aber das ist schon mal sehr gut. Ich kann meine Stimme hören, ich kann mein Bild sehen und das sollte folglich auch bei allen anderen der Fall sein. Ja, historischer Moment möchte man fast sagen. Wir sind live dabei und in der Tat habe ich auch einen kleinen Trade am Laufen, den ich euch dann gleich präsentieren werde. Dow Jones knackt die 20.000 Marke und ja. Wir klicken ganz kurz mal hier durch den Risk-Disclaimer. Das Setup meinerseits ist bereits getriggert worden. Relativ stumpf, einfach. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Markt mir dann heute noch ein bisschen wohlgesonnen ist. Der DAX hat natürlich bis jetzt so also ziemlich alles in Grund und Boden gerissen, was man sich vorstellen kann. Man kann sich vorstellen, wie ich mich fühle. Ich hatte heute früher gesagt, der Grundgedanke hier den... Die 11.640, den Break dort zu traden, das war das, was ich heute Morgen im DAX vorgehabt habe. Allerdings ist das nicht so ganz, ja, hat nicht so ganz funktioniert, weil das Setup bereits getriggert war vor der Markteröffnung um 9 Uhr und meine Open Range, die bezieht sich ja auf den Zeitraum zwischen 8 und 9:05 Uhr, so, und demnach war es dann für mich in Anführungsstrichen unmöglich, hier eigentlich eine Trade auf den Weg zu bringen. Ja, und infolgedessen bin ich natürlich jetzt, wenn ich mir den DAX-Verlauf anschaue, so ein bisschen traurig, aber alles in allem habe ich natürlich genauestens beobachtet, was im Dow Jones passiert. Auch das hatte ich heute früh im Morning Meeting gesagt. Und die 20.000 ist auch da schon bereits in der Vorbörse gekippt. Also Vorbörse in Anführungsstrichen. Ich weiß immer nicht so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Für mich ist alles, was vor 15:30 Uhr USA oder US-Zeit passiert, unserer Zeit passiert. 15:30 Uhr unserer Zeit, also ab 15:30 Uhr oder 9:30 Uhr in den USA, bevor die Wall Street öffnet, ist das halt Vorbörse. Wenn man vom Dow Jones spricht, muss man auch fragen, spricht man von der Kasse, spricht man vom Future. Also auf jeden Fall haben wir im Future vor 15:30 Uhr die 20.000 rausgenommen, sind dann entsprechend bullisch reingekommen. Das hat sicherlich auch den Grund, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, dort sind wir um 15.000, Entschuldigung, 20.000 und 27 Punkte reingekommen, sind dann erstmal initial kurz verkauft worden, sind dann aber wieder hochgelaufen und das ist jetzt genau im Grunde genommen das Setup gewesen, was ich dann dort auf dem Schirm hatte. Ich habe die Open Range heute mal ein bisschen adaptiert, denn man sah bis hierhin bereits, dass das ein recht signifikantes Hoch war und gemeinhin ist es eigentlich dann so, wenn der Markt dann dieses Hoch rausnimmt, dass da noch mal ein bisschen, ja, dass da noch ein bisschen Zug drauf kommt und das Risiko, das initial waren 30 Punkte. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe es mal ganz spektakulär das Dow Jones 20.000 Squeeze Setup genannt. Ist natürlich völlig egal, wie man es nennt. Das Setup insgesamt relativ klassisch. Entry Long ist eben genau dieses Hoch der 15:30 Uhr Kerze, 20.033. Den Stop habe ich unter das bis dato Tief gesetzt. Das waren initial 30 Punkte. Und ich habe jetzt erstmal als erstes Ziel, und das ist das Problem, wir arbeiten im Bereich der Allzeithochs derzeit. Ich habe keine Ahnung, wo ich da mit potenziellen Zielen arbeiten soll. Man muss sich auch immer folgen vor Augen führen. Wir haben ja wir haben schon einen sehr, sehr weiten Lauf gesehen und das heißt, nach oben hin wird die Luft tendenziell dünner und jetzt ist es dann eben entsprechend so, dass ich dann erstmal mit einem CRV-Pauschal von 3 zu 1 arbeite, was beim Risiko von 30 Punkten einer Chance von 90 Punkten entspricht und die setze ich einfach oben als potenziellen Profit eben drauf. So, dieses Setup ist ganz offensichtlich getriggert worden, also wir sind über 20.033 gelaufen, der Trade läuft auch aktuell, also das kann man daran erkennen, im Mini-Terminal hier im JFD, im T4 steht da plus 50, das bedeutet also, ich bin 50 Kontrakte am Dow Jones Long und das Initialrisiko, das beträgt, ich muss das jetzt mal ganz kurz genauestens prozentual ausrechnen, kurzen Augenblick, das sind 1,4 auf 200.000, das sind... Ja, ziemlich genau 0,7 Prozent Initialrisiko, die ich jetzt hier auf der Uhr habe. Ich habe jetzt schon bereits begonnen, ganz offensichtlich den Trade, auch das Risiko herauszunehmen. Habe den Stop nachgezogen. Der Stop oder das Stop-Management, das läuft, oder Stop bzw. Exit-Management des Trades, das läuft über, hoppala, kurzen Augenblick, Exit-Management. Und jetzt muss man hier die 7 weg. Und dann muss das E groß gemacht werden. Und da machen wir mal ein Slash. Also Stop Exit Management, es erfolgt über den sogenannten Supertrend, Klammer auf 14.2618. Das ist die Aggregation, die ich da nutze, auf 5-Minuten-Basis.
Das ist also das klassische Szenario, was ich hier wähle. Und jetzt ist es ja ganz offensichtlich bereits so, ich habe jetzt schon, weil infolge dieser Dynamik auf der Oberseite nach dem Bruch, schon das Risiko begonnen, ein bisschen rauszunehmen. Also der Stop ist jetzt schon gewandert auf 20.017. Und hinzu kommt jetzt noch eine andere Besonderheit. Man sieht, ich bin auf jeden Fall aggressiv. Also das bedeutet, diese Aggressivität, die ist einer Tatsache geschuldet, nämlich der Tatsache, dass ich eben sage, der Markt ist schon relativ weit gelaufen, ist sehr stark überdehnt nach oben. Und das heißt also, es ist ziemlich gut möglich, dass da nochmal eine scharfe Gegenbewegung auf den Weg gebracht wird. Das heißt anders. Ich habe jetzt bereits den Stop hier nachgezogen auf 20.017 Punkte. Das heißt also, das Restrisiko sind jetzt noch 16 Punkte. Ja, damit habe ich das, da habe ich im Grunde genommen schon die Hälfte des Risikos raus. Und zweitens würde ich wahrscheinlich sogar noch ganz aggressiv vorgehen und würde, wenn der Markt jetzt nochmal hier unter meinen Entry läuft, nachdem er mein Initialrisiko schon fast verdient hat, also wir sind jetzt eben hochgehandelt worden auf 20.059, bei 20.063, sobald der Markt dieses Level erreicht, habe ich mein Initialrisiko verdient, und das ist dann so ein Punkt, wenn ich das Initialrisiko verdient habe, ziehe ich meinen Stop auf Break-Even nach. Ich ziehe ihn jetzt noch nicht nach auf Break-Even, ja, habe den Stop, wie gesagt, schon leicht nachgezogen nach dieser Supertrend-Logik, würde aber dennoch, wenn er jetzt nochmal auf die 20.033 eben fallen würde, weil er kein weiteres Momentum aufnimmt, was natürlich schade wäre, aber gut, würde dann nochmal die Hälfte tatsächlich rausnehmen. Also dadurch würde ich dann einen ganz, ganz, ganz kleinen minimalen Loss haben, der ungefähr ein Viertel wahrscheinlich betragen dürfte, wenn ich das richtig überschlagen habe, von dem ursprünglichen Risiko. Hoffe aber, muss ich auch an der Stelle sagen, dass ich dazu, dass es dazu nicht kommt. Also ich wünsche mir jetzt, dass der Markt da oben nochmal kurz diesen kleinen Spritzer von 5 Punkten macht, dann setze ich den Stop auf Break-Even, und den Rest, den entscheidet dann im Grunde genommen der liebe Trader-Gott, ob ich da weiter eben positioniert bin dann und ob der Markt diese 90 Punkte, die ich gerne sehen wollen würde, läuft. Oder eben entsprechend nicht. So, und ja, das einfach in diesem Zusammenhang mit dem DAO. Mehr gibt es nicht groß zu sagen aktuell, außer dass ich euch update natürlich rund um den Trade über meinen Guidance-Stream, beziehungsweise über meinen Twitter-Account, wie das hier weiter verläuft. Ja, und ja, damit würde ich mich dann gleich auch wieder verabschieden. Kurz und knackig, kurz und schmerzlos. Setup getriggert. Jetzt gucken wir mal, der Rest, den macht der Markt. Und wir sprechen uns morgen wieder. Dann zur Markteröffnung, zum DAX dann, ja, um 9.02 Uhr. Das ist dann hier im Livestream of Guidance. Schaut gerne vorbei. Das Format heißt DAX Long oder Short. Und eventuell formulieren wir auch dort dann Trading-Idee. DAX natürlich jetzt durch den Lauf in Richtung und leicht dem Spritzer über die 11.800er Marke natürlich auch massiv überdehnt auf der Oberseite. Vielleicht bahnt sich ein kleines Reversal an, vielleicht gehen wir auf die Long-Seite. Der Vorteil ist Long, aber nichtsdestotrotz. Die Frage, die sich schon stellt, ist, wer kauft da oben jetzt noch oder marschieren wir richtig durch bis 12.000er Marke? Also schauen wir einfach mal, wie sich das Bild im Laufe des Tages noch darstellt und dann auch morgen früh zur Eröffnung. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, und bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut und tschüss.